Christian Audigier ist einer der erfolgreichsten Designer überhaupt. Sein Label Ed Hardy hat ihn nicht nur weltbekannt, sondern auch steinreich gemacht. Und mit diesem Erfolg und Reichtum protzt er gerne. Aber er hat auch eine andere, eine sympathische Seite. Wer hätte das gedacht? Wir haben ihn auf seiner neuen Ranch in Malibu besucht. Ich bin Christian Audigier und ich heiße Sie herzlich willkommen auf meiner Ranch bei Malibu. Exklusiv für Stars und Stories öffnet der französische Modezar zum ersten Mal die Pforten seiner nun ja bescheidenen Wochenendresidenz. Der Meister der Tattoo-T-Shirts präsentiert stolz seine neue 5 Quadratkilometer große Ranch in Malibu, Kalifornien. Multimillionär Audigier sammelt Immobilien wie andere Briefmarken. Ich habe zwei Anwesen in Los Angeles. Ich besitze diese Ranch bei Malibu. Dann gehört mir ein Haus auf Phuket in Thailand. Ich habe außerdem noch ein wunderbares Apartment in Paris an der Avenue Foch, gleich beim Triumphbogen. Und auf Ibiza schaue ich mir gerade ein paar Objekte an. Christian Audigier verließ schon mit 16 das südfranzösische Avignon und ging nach Amerika. Mit Tattoo-Motiven, die er auf T-Shirts druckte, eroberte er die Modewelt. Im vergangenen Jahr machte er mit dieser simplen Idee über 100 Millionen Dollar Umsatz und zeigt seinen Erfolg bei jeder Gelegenheit. So umgibt er sich auch gern mit großen Stars, die angeblich seine guten Freunde sind. Michael Jackson, Gouverneur Arnold Schwarzenegger, Sylvester Rocky Stallone, Britney Spears oder auch Pamela Anderson. T-Shirt-Preise von bis zu 200 Euro machten den 51-Jährigen reich. Heute könne sich problemlos nicht nur ein Leben wie ein Rockstar leisten, er lebt es auch tatsächlich. Für sich und seine brasilianische Frau Ira hat er jetzt eine riesige Ranch in der Nähe von L.A. erworben. Du magst einfach alles und mixt es. Ich sammle gerne. Wir gehen auf einen Markt und du kaufst was für 10 Dollar und etwas für 10.000 und das mischen wir dann. Und so sieht es dann aus, wenn der Meister gemischt hat. Das hier ist mein Schlafzimmer. Es ist natürlich eins meiner Lieblingszimmer hier. Es ist zwar nicht so groß wie das in Los Angeles, aber dafür sehr, sehr ruhig. Gleich nebenan ist das Reich seiner Kinder. Und das hier ist das Zimmer meiner Kids, Rocco und Dylan. Ira verbringt hier viel Zeit mit den beiden. Sie spielt mit den Kindern. Ja, und wir drei sorgen auch für die Unordnung hier. All das Spielzeug da hinterm Zelt. Außerdem hat sie das Zimmer eingerichtet. Mit Ira hat Christian die Söhne Dylan 6 und Rocco 5 sowie den kleinen Vito, benannt nach Don Vito Corleone, dem Paten. Tochter Crystal stammt aus Audigiers erster Ehe. Die inzwischen 16-Jährige weiß, wie viel dem Herrn Papa die Familie bedeutet und was er dafür tut. Egal wie hart Daddy auch arbeitet, er ist immer zum Abendessen da. Das hält unsere Familie zusammen und das ist ihm ganz wichtig. Seit 9 Jahren ist Christian mit dem 33-jährigen Ex-Model zusammen. Wie wichtig sie für ihn immer noch ist, beweist er ihr mit einer überraschenden Liebeserklärung. Sie ist die Liebe meines Lebens, denn sie ist die Mutter meiner drei Kinder, Vito, Rocco und Dylan. Sie hat mir die drei besten Kinder auf der ganzen Welt geschenkt. Das hier ist Dominique. Er ist mein Assistent und ein sehr guter Freund seit mehr als 25 Jahren. Neulich kam er zu mir und sagte, dass er sich gern genau wie ich mein Logo tätowieren möchte. Ich war so überrascht von allem, als ich den Titel King of Fashion las, den mir Michael Jackson verliehen hat. Du bist nicht nur ein wunderbarer Künstler und Mensch, sondern auch the King of Fashion. Das ist cool und jetzt wird er für alle Zeit auch mein Freund bleiben. Wäre Christian Audigier ein Auto, dann wäre er natürlich ein Hammer. Und genauso einen hat er einem seiner prominenten Freunde nachgekauft. Das hier ist ein Hammer, den ich mir vor einem Jahr gekauft habe. Arnold Schwarzenegger hat übrigens genau den gleichen. Und schon geht's wieder ab ins Büro. Geld verdienen für die nächste Luxusvilla.